Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zu einer etwas leicht anderen Folge Fallout 3. Ich muss euch was berichten. Etwas, was sehr, sehr unschön ist. Etwas, was mir letzte Woche passiert ist. Und eigentlich im Zuge einer Aktion, die unser Let's Play bereichern sollte. Und zwar in dem Sinne, dass wir die DLCs doch noch spielen können. Und das sogar in Deutsch. Aber ich fange mal ganz von vorne an. Also die letzte Aufnahme endete Hinaustreten aus dem Bunker von, ich glaube, Raven Rock, genau, die Station der Enklave. Das Stückchen werde ich auch gleich noch zeigen, wie weit ich aufgenommen habe. Und kurz nach dem Hinaustreten aus diesem Enklavenbunker habe ich die Aufnahme aus Zeitgründen abgebrochen. Bis hierhin nichts Ungewöhnliches. Ich habe die Aufnahmen abgespeichert und dann am nächsten Tag, da ist es dann passiert. Da habe ich mir gedacht gehabt, Mensch, es wird langsam mal Zeit, kümmere dich mal darum, dass die DLCs deutsch spielbar sind. Und dafür habe ich mir die deutsche Game of the Year Edition von Fallout 3 via GOG besorgt und diese dann auch gleich installiert. Zur Veranschaulichung, ich habe drei Festplatten. Einmal eine SSD-Systemplatte, eine Spiele-SSD und eine weitere Spiele SSHD, das ist so ein Mix aus SSD und HD. Ja, ist 10% schneller als eine HDD ganz normal, aber weitaus langsamer als eine SSD. Und weil meine ursprüngliche Fallout 3 Version, die gemoddete, mit der wir die ganze Zeit spielen, auf der Spiele SSD installiert ist, habe ich mir gedacht gehabt, Mensch, installierst du mal die deutsche GOG Version Game of the Year auf deiner SSHD, also der anderen Spieleplatte quasi. Und das ging auch soweit gut, ne? Ich konnte das Spiel starten, ich konnte meine Spielstände laden und habe in die Radiosignale reingehört, die die DLCs dann starten. Oder ja, mit dem man sich dann mit den DLCs vertraut macht. Und das hat auch funktioniert in Deutsch. Ich dachte mir, super geil, jetzt deinstallierst du beide Versionen des Spiels und haust die deutsche GOTY auf deine Spiele-SSD-Platte. Da wo jetzt die ursprüngliche eigentlich war, damit wir schnelle Ladezeiten haben und so weiter und so fort. Die moddest du dann neu und dann ist alles geil. Dann spielst du das Spiel durch mit deinen verstrahlten Ödländern und das wäre es dann soweit und alles wäre gut und alle wären froh gewesen. Und weil ich natürlich vorsorglich bin und so eine Sachen eigentlich ganz genau mache, habe ich meine Spielstände vor der Deinstallation von beiden Versionen gebackupt. Auf eine weitere Platte, eine USB-Festplatte. Also wirklich nicht mal eingebaut in den Rechner. Da war ein Ordner, der hieß Backup, Saves und da habe ich sie reingepackt. Und dann habe ich beide Versionen deinstalliert. Und man wird bei der Deinstallation von beiden Spielen gefragt, möchten Sie den Spiele-Einstellungsordner auch löschen? Und da befinden sich normalerweise die Saves drin. Und ich dachte mir, hey, du hast die Save Games gebackupt. Was soll schon passieren? Und weil ich sowieso die INI in Folge der Mods dann nochmal überarbeiten muss, ist egal. Hau weg. Wir haben die Saves sicher. Und ich deinstalliere beide Versionen, installiere dann die deutsche GOTY auf meiner SSD und will dann auch gleich als erste Amtshandlung die Save Games in den neu angelegten Fallout 3 My Games Ordner, naja, also Leute, die das schon mal gemacht haben, wissen Bescheid, kopieren. Und was sehe ich? Es sind keine Speicherstände auf der USB-Festplatte, wo ich sie eigentlich gebackupt habe. Aber sie waren da, definitiv. Ich habe den Kopiervorgang beobachtet und die 5 Speicherstände dort drin liegen gesehen. Und ich kann es mir nicht wirklich erklären. Was ich vermute ist, dass die Deinstallation wirklich von meinen Festplatten einfach mal alle Fallout 3 Systemkomponenten, alles was irgendwie nur annähernd nach Fallout 3 gerochen hat, deinstalliert hat. Und das beinhaltet auch diese Save Games. Jedenfalls waren meine Save Games weg. Und die waren nicht so lockerflockig über den Papierkorb gelöscht worden, weil dann hätte man sie ratzfatz wieder mit einem Wiederherstellungsprogramm zurückholen können. Nein, sie wurden komplett deinstalliert, ausgelöscht, unwiderruflich. Und das war, ich muss zugeben, das war ein schlimmer Tag für mich. weil ich gedacht habe, verdammt, du hast jetzt über, weiß ich nicht, knapp 110 Stunden in dieses Spiel investiert und so viele Leute haben Spaß daran mit dir zusammen gehabt. Und ich habe
ich hab vieles versucht. Ich habe dieses besagte Wiederherstellungsprogramm trotzdem komplett über alle Festplatten laufen lassen. USB-Platte, Systemplatte, Spiele-SSD, Spiele-SSHD, ne? Und habe gezielt nach den Endungen von den Fallout Safe Games suchen lassen, also .fos. Und ich habe sogar einen Safe Game gefunden. Lustigerweise ein Safe Game von vor 2 Monaten. Wo wir noch in Rivet City waren, kurz bevor wir Rivet City für immer verlassen hatten. Aber trotzdem, den habe ich gefunden. Cool, habe ich mir gedacht gehabt, zumindest hast du den. Und zur Not spielst du von dem weiter und dann vielleicht von da aus erstmal die DLCs und dann führst du die Story irgendwann in einem Monat oder so, wenn du die DLCs durch hast, weiter. Aber naja, ich habe das dann auch noch probiert gehabt, das Spiel mit diesem 2 Monate alten Save Game zu starten. Aber dieses Safe Game wurde nicht akzeptiert. Weil, also das Spiel hat mir gesagt, das ist eine komplett andere Versionsnummer von dem Spiel. Also das Safe Game hat eine andere Versionsnummer von dem Spiel als die eigentliche Installationsversion. Ist Quatsch. Das sind beide Game of the Year Editions, die ich hatte. Die internationale und die deutsche GOTY, die sind beides die gleiche Versionsnummer. Ich glaube 1703 oder so. Und im Speicherstand-Lademenü wurde mir angezeigt, dass die Versionsnummer des Spiels -1 war. Und da dachte ich mir schon, okay, offensichtlich wird dieser Speicherstand so ein bisschen korrupt sein. Das ist so eine kleine Eigenheit bei wiederhergestellten Sachen. Also ich habe schon große Erfolge erzielt in Sachen Bilddateien und Videodateien, wenn ich mal wieder was herstellen musste. In erster Linie von Dingen, die ich aus dem Papierkorb gelöscht habe. Aber bei solchen Sachen, bei Safe Games mit so unendlich vielen Variablen, die da auf kleinsten Raum abgespeichert werden, da hatte ich schon sowieso nicht die beste Hoffnung gehabt. Ja, und das wäre es im Prinzip auch schon, was ich zu diesem Safe Game Debakel sagen kann. Die Safe Games sind weg, komplett unwiederbringlich. Und das soll mir eine Lehre sein, auf jeden Fall, dass ich nie wieder meine Safe Games nicht backupe. Ich habe jetzt den neuen Safe Game Ordner. Habe ich jetzt mit meiner Windows OneDrive Cloud verknüpft. Das wird jetzt immer schön gebackupt. Und zwar, ich hoffe, irgendwo, wo eine eventuelle Deinstallation nicht darauf zugreifen kann, ist immer noch meine Vermutung, dass das die Deinstallation war, aber so hundertprozentig kann ich das nicht sagen. Aber was machen wir denn jetzt? Wir können ja doch nicht einfach jetzt Fallout 3 einfach so stehen lassen im Ödland und dann nicht weiterspielen. Ja, und dann habe ich Folgendes gemacht. Das mache ich eigentlich nie, ne? Und zwar habe ich mir, um mir viel Arbeit auch zu ersparen, das ist auch eine Zeitfrage, um mir viel Arbeit zu ersparen, habe ich mir einen 100% Spielstand aus dem Internet runtergeladen und den weitestgehend modifiziert. Ich hatte erst so ein paar Probleme gehabt, weil der war wirklich 100%. Diese Person, die das so gespielt hat, hat das wirklich zu 100% perfektioniert, alle DLCs abgeschlossen. Und ich dachte mir zumindest, die DLCs, die möchte ich zumindest noch mit meiner Ödländer-Community zusammen spielen. Weil ich hatte mich wirklich drauf gefreut gehabt, in erster Linie auf Point Lookout. Aber alle anderen DLCs sind auch so großartig, die müssen wir noch zu Ende spielen, in Deutsch. Und deswegen habe ich dann über den Nexus Mod Manager, so eine Fanbase-Version, davon gibt es ja keine aktuelle Version mehr. Aktuell benutzt man, glaube ich, Vortex. Ja, Vortex war das. Habe ich die Plugins für die DLCs deaktiviert, den 100% Spielstand geladen. Bin einmal aus diesem Haus, wo wir gerade drinnen sind, hinausgetreten. Habe abgespeichert. Habe dann wieder, also habe das Spiel dann beendet. Habe dann wieder im Nexus Mod Manager die Plugins für die DLCs wieder aktiviert. Bin wieder ins Spiel rein. Und siehe da, ich habe alle Funksignale, die DLCs einleiten, wiederbekommen. Und theoretisch, also praktisch weiß ich das noch nicht, habe ich alle DLCs damit auf Null gesetzt. Ich habe mich auch darüber hinaus so ein bisschen weiter mit den Konsolen-Commands auseinandergesetzt, damit ich noch eigene Untertöne, eigene Nuancen ins Spiel hinzufügen kann, damit wir nicht so wirklich diesen Speicherstand weiterspielen. Ich habe mich auch so ein bisschen mit dem Resetten von einzelnen Quests auseinandergesetzt, habe das jetzt aber bis jetzt noch nicht hinbekommen. Was bedeutet das jetzt alles für dieses Let's Play? Kurze Zusammenfassung nochmal. Also wir spielen jetzt weiter. Wir spielen leider nicht mehr den Rest der Hauptstory, der noch vor uns lag, also die letzte große Quest, das glorreiche Finale der Main Quest,
Noch nicht. Spielen wir noch nicht, bis ich herausgefunden habe, wie ich es hinbekomme, diese Quest vernünftig zurückzusetzen und die, die gestorbenen Hauptcharaktere oder ich sag mal Handlungsträger der Geschichte von Fallout 3 wieder lebendig zu machen. Denn das ist nämlich passiert, dieser Person, die diesen 100% Spielestand angelegt hat. Da sind einige Leute gestorben, die super relevant sind, vor allem für das Auslösen der finalen Mainquest. Aber was wir jetzt stattdessen machen können, ist Folgendes. Wir können die DLCs in Deutsch spielen. Wir müssen uns nur daran gewöhnen, dass das nicht hundertprozentig unser Spielstand ist. Und wir müssen uns noch an was anderes gewöhnen, und zwar, dass das hier nicht so wirklich mein Gesicht ist. Also nicht von meinem Hitman Tobias Reaper, und dass dieser Wackelpuppenständer voll ist. Meiner, da haben ja noch zwei gefehlt, ne? Zwei Wackelpuppen oder drei? Ich glaube, es waren zwei, ne? Wir wollen es ja mal nicht übertreiben, ne? Die können wir leider nicht mehr selber zusammensammeln. Das ist ein großes Problem gewesen, ne? Dann hatte ich noch ein Problem gehabt mit Charon. Der war dann so ein bisschen, war so ein bisschen buggy. Das habe ich mit Konsolen-Commands wieder hinbekommen. Er ist wieder der Alte, wie eh und je. Und ja, und wir haben eine leicht andere Einrichtung. Ich glaube, das ist Vorkriegsstil. Das Gesicht können wir noch bei Pinkerton in Rivet City ändern, wenn es den da gibt. Ich habe noch nicht nachgeschaut. So schlimm wäre das jetzt aber auch nicht, das Gesicht, weil der Hitman, und wir spielen ja den Hitman hier in Fallout 3, der ist ja sehr wandlungsfähig und der hat halt jetzt ein anderes Gesicht, um sich sehr, sehr gut zu tarnen. Okay, ich toggle mal das Menü wieder rein. Flupp. Ich toggle mal die Kamera wieder vernünftig. Was war das? Free Camera, genau. Zack. Sehr schön. Und ja, und dann müssen wir uns noch an was anderes gewöhnen. Und zwar, das ist das Letzte, woran wir uns gewöhnen müssen. Und das ist hier die Waffen- und Kleidersammlung von dem Urheber. Genau, von den Urheber des 100% Safe Games. Der hat das ein bisschen ausführlicher gespielt. Aber ganz ehrlich, was jetzt nur noch interessant ist, in Sachen Waffensammlung sind unsere Waffen. Und das ist im Prinzip nahezu unser Loadout von vor dem Crash. Das Einzige, was ich mir jetzt gegönnt habe, war der coole Umhang vom Enklaven Colonel Autumns. Den habe ich gefunden im Rondell vom Project Purity, wo ich versucht habe, die letzte Quest nochmal zu resetten. Aber naja, der war halt jedenfalls tot. Den müssen wir wieder zum Leben erwecken. Und die Sarah Lyons, die ist offensichtlich auch bei dem Angriff auf Project Purity, also auf das Rondell beim Lincoln Memorial, glaube ich, auch leider verstorben. Und die ist nicht mehr im Spiel irgendwie vorhanden. Man kann sich hier mit Konsolen-Commands, kann man sich zu den Spielern hin, also zu den Akteuren hin teleportieren lassen. Und ja, die ist irgendwie, ist die da verschwunden. Ist ein bisschen komisch. Ich setze mich damit noch auseinander. Wie gesagt, wir machen jetzt erst die DLCs. Und wenn ich das hinbekomme, dann schieben wir das große Finale von der Main Story einfach hinten an. Auch wenn wir den DLC, Broken Steel, genau, Broken Steel, also quasi die direkte Fortsetzung der Haupthandlung, jetzt schon spielen werden. Nur so zur Info, ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind wieder im Ödland von Washington. Die Mods sind die gleichen, ne? Das war auch eine ganz tolle Sache mal wieder. Modden macht sehr viel Spaß. Nicht. Aber wenn es dann funktioniert, ist alles schön. Also, das hier wollte ich jetzt in unsere neue adaptive Kleidungssammlung schmeißen. Und ich glaube, er hatte noch einen speziellen Laser gehabt. Ne? Genau, den Colonel Autumns Laser. Das Laserpistölchen. Ja, ansonsten, der Kram hier drin ist weitestgehend für uns tabu. Wir werden hier nur Waffen benutzen, die wir auch selber gesammelt haben. Und davon habe ich ja die Fotos geschossen seinerzeit. Und ansonsten spielen wir jetzt genau so weiter vom Stil her, wie wir es bis hierhin, bis vor den Crash getan haben. Wir werden Kram sammeln, wir werden Zuckerbomben sammeln, Cherrybombs, Vorkriegsbücher. Die werden wir auch verticken bei Moira, die nach wie vor jetzt richtig viel Kohle hat. Aber das hatten wir ja schon vor dem Crash gelöst gehabt. Wir haben fast 40.000 Kronkorken. Eigentlich hatten wir sogar mehr als 40.000 Kronkorken, aber das sei jetzt mal einfach so dahingestellt. Man muss auch Opfer bringen.
Und unsere neue adaptive Sammlung ist halt hier unten. Da oben ist eigentlich alles so wie bisher. Und ich würde sagen, wir legen dann mit dem ersten DLC los, ne? Ich glaube, so lange habe ich noch nie vor einer Folge gequatscht. Habe ich den Spielsound aus gerade? Kann das sein? Ja, den tatsächlichen Spielsound hatte ich ausgehabt. Da war nur Musik im Hintergrund. Ich hoffe, das geht immersiv klar. Sieht gut aus, ne? Nach wie vor. Megaton, ich habe dich sowas von vermisst. Ich habe richtig Angst gehabt, dass wir dich nie wiedersehen. Ja, und der Mittagstisch ist natürlich versaut. Aber da können wir ja ab jetzt ein paar neue Sachen raufstellen. Das wird schon. Fangen wir doch, wie gesagt, mit dem ersten DLC an. Funksignale. Jupp, und zwar würde ich schon ganz gerne jetzt Broken Steel weiterspielen. Habe ich schon erwähnt gehabt, dass ich den Rest, also die, ich glaube, 2-3 Minuten oder so, nachdem wir Raven Rock verlassen haben, jetzt einspielen werde. Ja, ich glaube schon. Okay, viel Spaß damit und bis gleich. Entrance 1C. Oh, wir sind draußen, ne? Wir sind draußen. Und ich glaube, ich weiß auch gerade, wo wir rauskommen. Yay, genau, nämlich hier. Wo wir das allererste Mal nicht reingekommen sind. Und jetzt wissen wir, warum. Oh, da ist unser Kumpel. Der Supermutant, der uns jetzt auch noch abholt. Was für ein Luxus. Der ist von der Enklave. Mufu-Zelle, Plasma-Gewehr und Red Axe. Hey, hey, hey. Hey, danke, Mann. Treffen wir uns endlich. Hey. Ich wusste, dass Sie überlebt hatten und habe gehofft, bei Ihrer Rettung helfen zu können. Das hast du gut gemacht, Mann. Alles cool. Sieht aus, als hast du ein neues Spielzeug, ha? Ja. Und dieses Gerät ist noch dazu überaus faszinierend. Eine fantastische Technologie. Mhm. Stellen Sie sich nur vor, wie viel Böses mit solchen Werkzeugen aus der Welt geschafft werden kann. Da sagst du was Wahres. Fox, was zum Teufel machst du denn hier eigentlich draußen? Ich beobachtete ihre Gefangennahme und konnte ihnen heimlich folgen. Ich wünschte, ich wäre früher gekommen, um ihnen bei der Flucht zu helfen. Da ich ihnen meine Freiheit verdanke, hielt ich es nur für gerecht, ihnen denselben Gefallen zu tun. Das ist ja nice schließlich von dir, Mann. Kenne ich in dieser Welt nur sie. Alles cool, Mann, alles cool. Karma, Hilfe kann ich immer gebrauchen. Wie wär's, wenn du mit mir mitkommst? Ja, Sharon ist sowieso weg, ne? Der wird das auch schon packen, der Typ. Es wäre mir eine Ehre, einem solchen Helden zu folgen. Hey, cool bleiben, alles in Ordnung. Na, aber sofort, Mann, sofort. Hast du Stimpaks? Hast du Stimpaks? Was wollten Sie sagen? Na, ich wollte dich fragen, ob du Stimpaks hast. Aber gerne doch. Nee, hat er nicht. Aber die Waffe wird er noch haben, ne? Und bei ihm wird sie, genauso wie die Kampfflinte bei Sharon, unendlich Munition haben. So ist zumindest meine Hoffnung. Hilfe. Stimpaks. Erstmal so 25. Ist in Ordnung, Mann. Ist in Ordnung. Und, den Helm aber und so. Habe ich vielleicht noch Rüstungsteile, die ich austauschen könnte? Nein, ist in Ordnung. Ja, wir ziehen weiter. Los! Und ich? Boah, was ist hier nur los, ey? Wie er läuft? Was war denn das gerade, bitte? Das sah sehr komisch aus. Mufu-Zelle und Plasma-Gewehr. Wir sind gleich überladen. Und zwar jetzt sind wir überladen. Vorsichtig. Haben wir ja alle abgelootet? Ja, wir können unsere Sachen vermengen. Das wird ja jetzt ein Spaß. Oh mein Gott, wie viel haben wir denn hier bitte? Erstmal alles schön zusammenpacken, was wir hier so haben. Und ich würde sagen, das erspare ich euch. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Und wir behalten hier mal die Gewichtsanzeige im Auge. Super, ne? Fand ich auch gut. Aber egal, back to the DLCs. Radiosignal. Ich glaube, Broken Steel ist das Notsignal der Ausgestoßenen. Dies ist eine Nachricht von höchster Priorität. Ja. An unserem Standort wird Verstärkung benötigt. Alle Personen, die diese Frequenz empfangen, sollen sich bitte sofort melden. Okay, wir melden uns. Und zwar, indem wir da hingehen. Könnte aber auch Operation Anchorage sein, ne? Oder ja, Operation Anchorage. Wäre auch nicht so wild. Ist auch ein cooler DLC. Ja, doch. Das wird schon irgendwie hinhauen. Toi, toi, toi. Wir lassen uns überraschen. Musik wieder aus oder Radio wieder aus. Ich werde auch allgemein mal wieder
den Sound der Radios ausschalten, außer wenn wir halt gezielt einen Funkspruch hören möchten, denn ihr wisst schon, ne? GEMA und so. Ausgestoßenen Ortschaft. Wir müssen nach hier. Außenposten der Ausgestoßenen. Ja, kriegen wir hin, ne? Wir gehen über die Red Racer Fabrik. Also hier ist ja nichts geschummelt. Die Karte hatten wir ja nahezu voll aufgedeckt gehabt. Ich glaube, die DLC-Sachen werden jetzt nochmal irgendwie als nicht besucht angezeigt durch meine künstlich herbeigeführte Deinstallation und Reinstallation. Wollen wir mal hoffen, dass das funktioniert. Toi, 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 ab zur Red Racer Fabrik. Vorsichtig, Sharon, sie sind gefährlicher als jemals zuvor. Na, was ist los mit dir? Was hast du für uns? Nimm ich mit, abgesägte Schrotflinte. Ja, kann man mitnehmen. Ist wertvoll genug. Schrotpatronen. Jupp, ist in Ordnung. Sehr schön. Cool, cool, cool. Und wir müssen jetzt darüber. Ich habe die Powerrüstung bei mir jetzt mal weggelassen. Ich finde das irgendwie ein bisschen smoother. Sharon trägt ja dafür eine. Das muss reichen. Wo sollen wir denn hier hin? Ernsthaft? Hier rein? Sieht danach aus, ne? Ja, ich soll tatsächlich hier rein. Mehr oder weniger. Außenposten der Ausgestoßenen. Das wird sein. Sharon! Was machst du denn da, Mensch? Was machst du denn da? Wir spielen doch auf sehr schwer, ne? Das habe ich doch schon eingestellt, oder? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler. Ab jetzt wird alles anders. Versprochen. Wir müssen es auch gleich überspeichern. Ist ein bisschen Kuddelmuddel. Es wird dem einen oder anderen nicht gefallen, aber dafür wird es dann wiederum anderen gefallen, dass wir uns hier nicht so kampflos ergeben haben. Dass wir uns gegen die technischen Widrigkeiten gewehrt haben. Und ich habe auch noch ein paar Einstellungen gemacht mit der ENB, mit dem Shader-Set, was ich benutze, damit das Spiel so ein bisschen noch ruckelfreier läuft. Müssen wir mitnehmen. Ist wertvoll genug. Und das hier, Gewicht 1, Wert 3, ist billig. Das will niemand, Mann. Niemand! Hast du gehört? Oh. Alles in Ordnung. Die Hotkeys funktionieren noch? Ja, die Hotkeys funktionieren noch. Back to topic. Ich glaube, ich muss hier wirklich rein. Oder ist hier noch eine Tür oder so? Nee. Hallo? Sind hier die Ausgestoßenen? Ich glaube, das ist Operation Anchorage. Sharon, da kannst du sowieso nicht mitmachen. Das tut mir leid. Wenn's das ist. Oder müssen wir nur hier durch? Oh, Nuka-Cola. Sehr schön. Die brauchen wir natürlich nach wie vor. Damit wir der guten Sierra, war das, ne? Der guten Sierra ihre Quantums vorbeibringen. Oh Gott, hallo! Wir sind doch jetzt auf sehr schwer, oder? Ja, alles cool, alles cool. Ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Kein Larifari, Hardcore Survival in einer postapokalyptischen Umwelt. Nehme ich mit. Whisky. Kohle. Kohle ist immer gut. Und hier, Koffer ist leer. Ich habe den Font auch in einer anderen Version installiert. Ich freue mich schon auf das erste Terminal. Vielleicht habe ich ja das Font-Problem beim Hacken jetzt zufällig eliminiert, ne? Glück im Unglück, aber ich will nicht zu viel hoffen. Ich bin Meister darin, mich da positiv zu verklären und am Ende bin ich nur enttäuscht. Aber wer weiß, vielleicht habe ich auch allen Grund, also das positiv zu sehen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist alles ganz verdammt traurig. Hier jetzt weiter? Ich glaube schon, ne? Hier ist richtig. Ich glaube, wir müssen hier raus. Lokale Karte sagt, yep. Lokale Karte sagt, wir müssen hier raus. Bailey's Crossroads. Zum Lager der Ausgestoßenen. Das ist doch das Lager, wo wir eigentlich schon mal waren, ne? Defender Maul. Ja, die kennen wir eigentlich schon. Aber ich weiß nicht, wie es der Urheber von diesem initial 100% safe gehalten hat. Ob der die vielleicht schon... ob der die eventuell vernachlässigt hat, ist möglich. Wobei, 100% sind 100%, ne? Da gibt es keine Widerworte. Hallo? Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Remy Demi! Supermutanten Überlord! Oh, diese verdammten Überlords. Ein Glück greift er nicht uns an.
Wir sollten ihn vielleicht trotzdem verkrüppeln. Wir sollten ihn trotzdem verkrüppeln. Charon, halt dich zurück, Mann. Die machen das schon. Die werden dafür vielleicht bezahlt. Wobei, das sind Freiberufler, ne? Hey, stopp! Er ist nicht verkrüppelt. Eine Sekunde. Den Überlord, bitte. Der muss verkrüppelt werden. Linker Arm! Hä? Was ist denn hier los? Habe ich ihn getroffen? Nein. Ich glaube nicht. Das würde doch oben links angezeigt werden. Hau, 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 hau! Alter! Jetzt. Das wollte ich. Ich muss den Jungs helfen, nicht, dass die wegsterben. Die sind verdammt wichtig. Wir brauchen Stoff, brauchen wir Psycho. Und leider haben wir kein Bärenfleisch. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Und die Rache. Die Rache hatten wir wirklich. Yay! Yay! Wir hauen einfach rein hier. In die Menge. Das wird schon. Fall um. Fall um, Mann. Habt ihr ein Schwein, dass wir gerade vorbeigekommen sind? Was habt ihr jetzt für uns? Ich hoffe, guten Kram. Jagdflinte ist zu billig. Müssen wir liegen lassen. Und hier, Hammer. Nein, danke. Nein, danke. Ist in Ordnung. Können wir mitnehmen. Hey, hey, hey! Was ist hier los, Mann? Ja. Das Problem bei der EMB war halt, ich hab zwar, ich weiß gar nicht, ob man das hören kann, wenn ich hier gerade in so einer Ballerei bin, denn das ist sehr laut. Das ist sehr laut, war das schon immer so laut? Nicht, dass sich irgendwas an der Audioeinstellung verändert hat. Durch den Crash, durch den krassen Fallout 3 2020 Let's Play Safe Crash. Ist möglich, dass sich da irgendwie jetzt was verändert hat. Es war nämlich gerade sehr, sehr rot im Ausschlag, als ich geballert habe. Aber das ist schon okay. Mal gucken. Mal gucken, da müssen wir mehr reden, wenn weniger geschossen wird. Verkrüppeln. Wow, wow, wow. Du Überlord, du Mann. Ich bin schon ganz heiser vom Schreien. Boom. Oh, wir haben fast keine Muni mehr. Ganz vergessen, wie krass die Rache schluckt Charon. Pass auf, Mann. Von wo kam das denn bitte gerade eben? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, Mann. Oh, 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 oh. Was Automatisches. Das wäre hiermit erledigt. Oh mein Gott, den hat's erwischt. Wer war das? Defender Morrel. Okay. Lohnt sich. Können wir mitnehmen. Jupp. Ruhe in Frieden, Morrel. Frieden deiner Asche. Schande, ey. Ich will irgendwas erzählen, aber jetzt habe ich es vergessen. Ich bin wieder in Fallout 3 drin. Ne? Ich dachte wirklich einen Moment lang, als ich es überhaupt nicht hinbekommen habe, das wäre es gewesen. Und ich muss mich jetzt ransetzen, Fallout New Vegas modden, und das ist noch viel abenteuerlicher als Fallout 3 zu modden, weil da viel mehr geht. Und dann will ich natürlich auch mehr rausholen aus der Sache. Hm. Aber das konnte ich erstmal vor mir herschieben. Konnte ich weiter effektiv prokrastinieren. Außerdem waren wir sowieso noch nicht fertig hier mit Fallout 3. Ist auch gut möglich, dass wir eigentlich gerade nur rumtingeln und ganz woanders hin müssen, aber das war gerade so im Flow, ne? Wir sind einfach mal mitgegangen, wo uns das Kampftreiben hingetrieben hat. Der ist ja auch hinüber. Was ist denn hier los, Mensch? Ich dachte, ihr seid richtig cool und so. Schande, Schande, Schande. Brauchen wir hier irgendwas? Irgendwas Spezielles. Vorkriegsgeld, yay! Die ganze Tonne voll, bitte. Die brauchen wir. Nein, nein, nein. Aktenschrank, ja bitte. Money, money, money. Oh, wie groß das hier ist. Ist gut möglich, dass wir hier noch nie waren. Verdammt gut möglich. Also, wir jetzt in echt. Du und ich. Kippen. Kippen lasse ich auch nie liegen. Erstmal hier hoch. Hoch wirkt für mich erstmal so ein bisschen vertraulicher. Nee, vertrauenswürdiger. Als runter. Runter ist böse, rauf ist gut, aber... Oh, ich hätte da einfach rübergehen können, ne? Warum habe ich das nicht getan, ne? Okay, dann gehen wir einfach hier lang.
Nee, doch nicht. Das sah nur so aus. Wie kommen wir da rüber? Ey, was soll denn das? Du miese Tonne, du. Lässt du mich da vielleicht mal hoch? Hier unten strahlt's verdammt stark. Dann da so? Geht das vielleicht? Es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Charon. Kannst du mir nicht eine Räuberleiter machen vielleicht? Ich meine, du bist immer noch unser Kompagnon. Ne? Unser Angestellter obendrein. Wir kommen hier nicht lang, ne? Oben vielleicht so rüber. Schleichen? Nee. Na gut, dann lasse ich mich von woanders da runterfallen. Von hier vielleicht. Oh. Hier waren wir schon. Nee, es geht gar nicht weiter. Hier, Schande. Mensch. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Dann vielleicht doch erst runter. Vielleicht sollen wir gar nicht da hoch. Das ist möglich. Dann doch erst runter. Aber hier gibt es auch kein Weiterkommen. Ist in Ordnung. Ich glaube, das ist nicht so super wichtig. Ich will mir jetzt daran auch nicht die Zähne ausbeißen. Oh, oh, warte. Wer ist, was ist das? Ein Geschütz. Sind wir noch richtig? Ja, ich glaube, wir sollten hierher. Außenposten der Ausgestoßenen. Katsching, wir mussten das spielen. Umso besser. Es war so oder so cool. Nicht nur für die Erfahrung. Ach so, Level tun wir immer noch weiter. Wir sind auf dem Levelstand wie kurz vor dem Crash, ne? Hab man jetzt vielleicht gar nicht gesehen. Hier, Level 35. Alles cool. Alles cool. Weiter wie gehabt. Ich werde es jetzt auch nicht mehr erwähnen, ne? Damit wir alle viel besser wieder in dieses Spiel hinabtauchen können. Sensormodul, nimm ich mit. Moira wird sich freuen. Und jetzt muss ich hier runter, ne? Ich glaube, das ist Operation Anchorage, nicht Broken Steel. Wo startet man denn Broken Steel? Das müssen wir rausfinden. Kann auch sein, weil wir vielleicht die Hauptquest nicht beenden konnten, dass wir Broken Steel doch nicht starten können. Aber alle anderen DLCs, also Anchorage, The Pit, Außerirdische und Point Lookout. Aber warte mal, wie viele DLCs gibt es von Fallout? Eine Sekunde bitte. Oh, das sind ja 5. Ich dachte, es wären nur 4. Kann sein, dass wir Broken Steel erst dann spielen können, wenn ich die Main Quest, also das Finale der Main Quest, rekonstruieren konnte. Aber bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit den anderen DLCs. Und die sind ja lang genug. So, einmal runter bitte.